Oh, hier zieht gerade ein riesiger Sandsturm durch. Wow. Schon wieder. Ich glaube, wir verstecken uns lieber hier unten. Schon ganz viel Sand in den Ohren. Hallo und herzlich willkommen zu Conan Exiles. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe ja schon so ein bisschen vorgelegt. Wir haben ja gesagt, wir starten noch so ein paar kleine Bauprojekte. Und das ist eins davon. Ich habe jetzt mal einen Haufen Sandstone Foundations hingestellt. Und da hinten auch so ein paar Stone Brick Foundations aus Versehen. Die hatte ich noch dabei und habe nicht gleich gemerkt, dass das keine Sandstone sind. Deswegen habe ich die auch mit verbaut. Macht, denke ich, nicht so viel aus. Das sollte man später nicht mehr sehen. Mein Plan ist nämlich, hier oben diesen riesen Tresor hinzustellen. Der ist einfach nur monströs. Man sieht nicht so wirklich, wo der anfängt, wo der endet, wie der da drauf steht. Aber wir können ihn auf jeden Fall platzieren. Das ist schon mal ganz gut. Soweit sind wir jetzt. Das war gar nicht so einfach, so weit zu kommen. Der hatte ständig Probleme wegen Overlapping mit anderen Objects und so weiter. So, gehen wir mal in den V-Modus. Dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, wenn wir hier zu nah rangehen, dann steht da wieder Overlapping with other object. Und so könnten wir ihn aber theoretisch platzieren. Ich denke, wir stellen ihn einfach so, dass er auf der Foundation draufsteht. Noch ein bisschen näher zu uns. So. So ungefähr gerade steht vielleicht. Dann noch ein bisschen drauf schauen. Und dann stellen wir den einfach hierher. Damit wir den überhaupt mal irgendwo stehen haben. Ich glaube, ich stelle den da jetzt hin. Wie sieht's aus? Vielleicht ein bisschen tiefer? Dass man da nicht drunter schauen kann oder so. Aber die Tür sollte schon rausschauen, ne? Machen wir mal so. Oh, er steht! Vault. Open. Okay, der hat einfach ziemlich viele Slots, denke ich mal. Der ist auf jeden Fall riesengroß. Keine Ahnung, wie viele Slots der hat. Sehr viele. So, jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Ah, das geht ja super auf. Der ist gar nicht so groß, wie ich eigentlich dachte. Nice. Da haben wir die Plattform fast ein bisschen überdimensioniert. Okay. Ja, dann können wir das hier hinten entweder wieder rausnehmen oder ich lasse das so. Kann man noch irgendwas drauf bauen. Cool. Ja, und hier vorne muss auf jeden Fall eine Treppe hin. Und vielleicht machen wir das so, dass wir hier ja, das so ein bisschen spitz zulaufen lassen. Das wäre auch ganz nett, ne? Hier kann ich nichts platzieren. Oder? Doch, geht. Okay. Ja, dann machen wir das so, dass wir das einfach auf der vollen Länge hier spitz zulaufen lassen. Da brauchen wir noch einen Haufen Foundations. Setzen da ein paar Treppen davor. Dann haben wir hier einen riesen Tresor stehen. Das ist doch schon mal ganz cool. Hier kann man auch durchgehen. Hier hinten können wir dann noch irgendwas hinstellen, wenn es soweit ist. Vielleicht setze ich da noch ein paar Foundations, damit es hier gescheit abschließt. Gefällt mir. Das war eigentlich der einzige Platz, wo man so ein Ding hinstellen kann. Ansonsten wäre es, glaube ich, ein bisschen groß gewesen für alle anderen Stellen hier. Na gut. Die Base wächst und gedeiht so vor sich hin, wie sie das für richtig hält. Sieht inzwischen ganz witzig aus alles. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was bauen. Ich habe noch ein paar witzige Ideen. Da gibt es noch einiges an Bauteilen, mit denen wir noch nicht wirklich rumgespielt haben. Und hier ist auch noch ein bisschen Platz, ne? Da müssen wir noch was hinstellen. Ich werde jetzt mal anfangen, hier noch ein bisschen Ressourcen zu sammeln für diese Dreieck-Foundations. Werde das noch mit aufbauen. Mal gucken, vielleicht haben wir ja noch genug Treppen und so weiter. Schauen wir da mal rein. Das können wir mal mitnehmen. Können wir sogar tragen. Und Treppen haben wir ohne Ende. Da habe ich irgendwann mal viel zu viele gebaut. Nehmen wir mal 10 davon mit. Und ja, da haben wir sogar noch ein paar Triangle Foundations. Okidoki. Die anderen Foundations, ach so, da haben wir auch noch welche dabei. Super cool. Dann nehmen wir die gleich mit. Und bauen das noch so ein bisschen zu Ende. Ich denke, danach kommen dann nur noch die Treppen vorne dran und dann ist gut. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut so. So. Oh. Wieso kann ich die jetzt nicht platzieren? Oh oh. Das sieht nicht gut aus.
Wieso kann ich die nicht stapeln? Kann man die Dinger nicht stapeln? Okay, ist auch egal. Dann holen wir die Dreieck-Ceilings und setzen da Dreieck-Wände dran. Geht auch. Ist ein bisschen umständlicher. Ich glaube, das Problem hatten wir schon mal irgendwo, ne? Na gut. Man muss ein bisschen improvisieren manchmal. Triangle, Sandstone, das ist das, was ich suche. Da haben wir jetzt nicht mehr allzu viele von. Und Wände. Na gut. Die schießen schon wieder auf irgendwas. Irgendwas macht wieder unsere Mauer kaputt, ich weiß es. Hä? Ich sehe aber nichts. Ah, die schießen da draußen auf die Gazellen, glaube ich. Ah, hier ist ein Vogel. Okay. Schon ein bisschen aufpassen, wir haben alles aus Sandstone gebaut. Das geht schnell kaputt. Ja, ich werde hier mal ein bisschen weiterbauen. Ressourcen gehen schon wieder aus. Und dann wird das wohl final ungefähr so aussehen, dass wir hier noch die Wände dran setzen. Und dann merkt keiner, dass da keine Foundations sitzen, sondern nur Ceilings mit Wänden. Okidoki. Und da steht das Ding. Nicht ganz symmetrisch. Der Tresor steht so ein bisschen nach rechts versetzt. Aber ich finde, es sieht trotzdem cool aus. Wir hätten den Tresor natürlich in die Mitte stellen können, aber dann hätten wir hier außen so einen Bereich gehabt, wo man weder durchgehen hätte können, noch sonst irgendwas. Deswegen ist das so, glaube ich, ganz cool. Dann können wir hier nämlich gut durchgehen. Der geht einfach mit den Foundations nicht auf. Der ist ein bisschen breiter als... Wie viele sind das überhaupt? Vier? Ja? Vier und ein bisschen ist der breit. Und super groß. Ja, der Boden ist einfach zu uneben. Wir können ihn hier nirgends auf den Boden stellen, weil das Gelände so stark abfällt. Das funktioniert also nicht. Also machen wir es am besten so. Und mir gefällt es ganz gut so. Hier könnte man noch eine Treppe hinsetzen, muss man aber nicht. Man kommt auch so ganz gut hoch. Und jetzt habe ich gedacht, versuchen wir nochmal sowas ganz Neues. Und zwar gibt es ja noch diese Wooden Wedge Sloped Roof Teile. Und vielleicht bauen wir einfach noch so eine kleine Wohnhütte oder sowas in der Richtung. Sowas haben wir noch nicht. Aus diesen Stonebrick-Sachen, aus denen haben wir ja noch gar nichts gebaut. Und dann schauen wir mal, wie das so aussieht. Bin noch ein bisschen am Überlegen, wie wir das designen. Vielleicht nehmen wir einfach... Wir haben doch so einen ziemlich coolen Turm. Vielleicht nehmen wir so die Grundfläche von dem Turm. Da können wir uns so ein bisschen dran orientieren. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann bauen wir uns da so einen mehr oder weniger runden... Okay. Das ist komisch. Also in der Mitte so ein Dreieck und außen drei normale Foundations und jeweils zwei von den Dingern. Na gut, machen wir das mal so. Der sieht nämlich ganz cool aus, der gefällt mir. Dann bauen wir da so ein Stonebrick-Häuschen mit Holzdach und schauen mal, wie das aussieht. Da können wir dann so ein paar Thralls drin unterbringen. Vielleicht hier in die Ecke, da sieht so leer aus. Da muss auf jeden Fall noch was hin. So. Das müsste genau aufgehen. Nehmen wir das mal so ein bisschen weiter raus. So, dass wir auch auf jeden Fall rundherum Foundations platzieren können. Und dann setzen wir das hierher. So. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Vom Platz her müsste es passen. So, die sind alle weg. Das ist alles Stonebrick, ne? Und so. Läuft. Okay. Sieht so ein bisschen unförmig aus, aber irgendwie auch witzig. Lassen wir das so? Ja, wir lassen das so. Sieht witzig aus. Naja, wenn wir einen Eingang wollen, dann müssten wir den fast hier hinbauen. Können wir natürlich auch hier machen, aber hier wäre es schöner, ne? Ah, oh, ich weiß nicht, ob wir das nochmal machen müssen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also auf jeden Fall wird das Ding ein bisschen krumm aussehen. Aber andererseits wird es auf jeden Fall auch ein bisschen Charakter haben. Das gefällt mir ganz gut. Ich glaube, ich nehme das nochmal hoch und setze hier das Stück nach vorne. Das wird zwar ordentlich Ressourcen kosten, aber ich glaube, das sieht cooler aus, als wenn der Eingang hier Richtung Wand geht. Die Wand sieht ja nicht so einladend aus. Na gut, dann machen wir das nochmal fix neu.
So ist, glaube ich, besser. Jetzt setzen wir da die Wände außen rum. Wir machen das einfach ohne Fenster, weil die Fenster sind eh wieder nur so Schießscharten. Und das sieht dann wieder so befestigt aus. Das will ich gar nicht. Ich will einfach so eine ganz schlichte Wohnhütte. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. So. Jetzt brauchen wir noch so ein Stonebrick Doorframe. Und eine Tür dazu, ne? Lass mal gucken, welche wir nehmen. So. Oh, Hunger. Nicht gut. Jetzt ist alles wieder gut. Okay. Ich denke, von der Höhe her ist das schon vollkommen ausreichend. Wir können mal die Stonebrick Stairs davor setzen, mal sehen, wie das aussieht. Obwohl, ich glaube, wir brauchen so eine kleine Porch oder sowas. Da ist auch noch ein bisschen Platz außenrum. Mal gucken. Da lasse ich mir noch was einfallen. Und jetzt setzen wir mal diese Dachteile damit dran. Diese Inverted-Dinger brauchen wir, glaube ich, nicht. Ah ja, das sind die. Wir brauchen die Teile. Dann gucken wir mal, ob das mit denen funktioniert. Die. Aber wir brauchen auch noch die ganz normalen schrägen Dachteile. So. Das geht super gut. Echt easy. Wir brauchen die Wooden Roof oder so ähnlich heißen die. Wooden. Genau. Wooden Sloped Roof. Läuft. Setzen wir die auch noch mit rein? Dann gucken wir mal, wie es aussieht. Okay, das war jetzt nicht ganz so einfach. Die kann man scheinbar nicht... Nee, die kann man nicht drehen, sondern die snappen, wie sie Bock haben. Das ist ein bisschen wie arg. Okay, dann brauchen wir da oben so ein Stück Dach oder wir lassen das offen. Wir können das auch offen lassen, da so eine Feuerstelle in die Mitte machen. Sieht doch ganz cool aus. Das Dach sieht schon ziemlich befestigt aus. Okay. Aber gefällt. Mega unförmig. Na gut. Ja, da werden wir auf jeden Fall irgendwie eine Porch davor bauen. Haben wir noch Foundations? Nicht mehr allzu viele. Da bin ich mir immer nicht ganz sicher, wie das aufgeht oder nicht aufgeht. Aber hier jetzt so ein viereckiges Ding hinsetzen und müsste das aufgehen, wenn wir hier sowas hinbauen, ne? Okay. Das könnten wir machen. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Jetzt brauchen wir wieder Stonebrick. Und dann brauchen wir noch so eine Foundation. Und dann sind die Ressourcen aus. Das ist nicht gut. Sollen wir wieder neue holen? So. Da muss jetzt eine Treppe davor. Treppe? Okay. Da wächst überall noch so Kraut. Macht nix. Dann sieht's ein bisschen zugewachsener aus. Das gefällt mir aber schon mal ganz gut. Wir können mal gucken, was wir hier noch in der Kiste haben. Ja, das da oben könnte ich mal wieder abreißen. Vielleicht bleibt das jetzt abgerissen, wenn man das abreißt. Wer weiß. Dann haben wir wieder ein paar Ressourcen. Ist eigentlich ganz praktisch, aber das hier ist alles reinforced. Das heißt, das sind nicht die Ressourcen, die wir in diesem Moment brauchen. So, das nehmen wir mal mit. So Markisen sind immer ziemlich cool. Und die Banner sind, glaube ich, zu groß. Den Rest brauchen wir nicht. Das können wir mal mitnehmen. Dafari Wind Chimes. Das sind so Glocken oder sowas. Ein bisschen... Ja, so ein bisschen Teppich und so können wir auch mitnehmen. Das sieht gut aus. Dann schauen wir mal, was wir da noch so basteln können. So. Nehmen wir mal diese Dinger hier raus. Markisen. Setzen wir die vielleicht so? Das sieht doch ganz nett aus. Kann man da durchgehen, wenn ich das davor setze? Oh ja, das sieht richtig gut aus. Ich denke mal, so sind die gedacht, oder? Yeah. Da brauchen wir noch eine von. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Feuerstelle gibt. Ich glaube, es gibt nur diesen Kochpot, ne? Aber den können wir da ja auch reinstellen. Sieht schon mal ganz schön aus. Diese Wind Chimes? Wie sehen die denn aus? Okay. Gut. Dann machen wir, glaube ich, erstmal so eine Begrenzung hier ran, so ein kleines
so eine kleine Halbwand hier, oder wie die Dinge heißen, so eine Fence. Und dann schauen wir, ob wir die dann noch mit dazustellen können. Okidoki. Und da bin ich wieder. Das Ding steht und sieht eigentlich super cool aus. Mir gefällt es richtig gut. Ich habe noch versucht, hier vorne diese Fences hinzusetzen. Und das ist aber nicht so wirklich möglich. Also egal, ob man hier die Chimes wegnimmt oder nicht, oder ob man die anderen Sachen stehen lässt oder nicht, wenn man hier einmal diese Windchimes hingestellt hat, dann kann man danach scheinbar nie wieder so ein Fence platzieren. Und hier scheint der Krug im Weg zu sein. Oder die Bank, ich weiß es nicht. Das ist alles ein bisschen komplex. Vielleicht auch der Teppich? Keine Ahnung. Alles mega schwierig, weil sich das alles so ein bisschen gegenseitig behindert. Hier drin habe ich einiges schon reingestellt gehabt, habe es dann wieder rausgerissen, damit ich die Teppiche reinlegen kann. Am liebsten hätte ich noch ein paar mehr reingelegt, aber das funktioniert hier nicht mit diesen Dreiecksteilen, den Triangle Foundations, weil da irgendwie der Teppich... Ja, man kann den Teppich dann hoch und runter fahren, aber dann kann man ihn nicht platzieren, weil er dann über dem Boden schwebt und keine Foundation Support hat und so. Also man kann den nur so platzieren und dann verschwindet er in diesen Triangle Foundations. Das sieht man halt überall. Da verschwindet er auch drin. Sieht super doof aus. Kann ihn nicht ändern. Aber ich finde, so an sich sieht das super schön aus hier. Ich habe da auch so ein Dachteil reinplatziert. Ich finde, es sieht ein bisschen gemütlicher aus, wenn wir das zumachen. Ansonsten ist hier nämlich richtig hell, wenn das Dach da oben offen ist. Hier haben wir ein kleines Feuerchen, Kerze. Sieht richtig schön aus, so kleine Klappbetten. Und die kann man auch benutzen, glaube ich. Also als Bett benutzen. Können wir mal machen. Dann spawnen wir hier drin, wenn wir das nächste Mal aufs Maul kriegen. Ja, da ist eine schöne Bank. Und so weiter. Überall so ein paar Kerzen. Also mir gefällt es total gut. Diese Markisen kann man sich auf jeden Fall mal merken. Die würde ich so über die Türen immer setzen. Da sehen die richtig cool aus. Gefallen mir. Ich habe hier auch noch so ein cooles Lagerfeuer. Ich weiß nicht, wo wir das hinsetzen wollen. Vielleicht auch hier in die Ecke? Hier vielleicht? Okay. Können wir nicht platzieren? Hier geht's. Das ist wohl ziemlich groß. Open. Okay, da müssen wir wohl irgendwas reintun, um das anzuzünden. Da habe ich gerade nicht so viel. Haben wir hier noch Kohle? Ja, nehmen wir mal ein bisschen Kohle. Mal sehen, ob das mit Kohle geht. Holzfeuer mit Kohle anzünden. Geht. Yeah. Das ist hell. Cool. Keine Ahnung, ob das schneller brennt als anderes Zeug. Ich glaube nicht, dass das die Kohle schneller durchbrennt. Nö, sieht eigentlich nicht so aus. Nice. Also wenn ihr es zu dunkel habt, dann stellt euch so ein Bonfire hier hin. Da ist auf jeden Fall ziemlich hell danach. Cool. Ja, und jetzt wollten wir natürlich unbedingt noch den großen Brunnen bauen. Das ist, glaube ich, das letzte große Projekt. Das letzte, was wir noch nicht gebaut haben. Alles andere haben wir schon stehen. Sogar den großen Vault. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts Großes mehr. Das ist der große Brunnen. Und ja, da brauchen wir noch ein paar Bricks für. Die sind gerade am Arbeiten. Ich weiß noch nicht, ob die schon fertig sind. Ich weiß nicht, wie groß genau der ist und wo wir den hinstellen wollen. Entweder hier oben. Oder wir können ihn doch irgendwo hier unten mit hinstellen, obwohl das ziemlich uneben ist. Mal gucken. Der kann wahrscheinlich nichts anderes als die anderen Brunnen. Ist halt einfach für größere Clans ausgelegt. So ein Ein-Mann-Clan braucht eigentlich keine mehrere Brunnen oder so. Aber wenn ihr das gesehen habt... Also ich weiß nicht, ob hier der Wasserspiegel sinkt, wenn man trinkt. Ja, also der sinkt. Und ich kann das auch leer trinken. Jetzt ist es nämlich leer. Jetzt kann ich meine Waterskin nicht mehr auffüllen. Und es geht bei allen Brunnen. Das heißt, wenn man irgendwie ein paar Leute hat und die ziemlich Durst haben, dann macht das schon Sinn, wenn man mehr von den Brunnen stehen hat. Und man kann die alle leer trinken. Wobei das bei dem hier schon sehr lange dauert. Also schon sehr viel trinken. Leer ist er. Na gut. Ist er auch gleich wieder aufgefüllt. Also ab 20 Mann braucht man dann den großen Brunnen. So, gucken wir mal. Haben wir schon genug Bricks? Harden Bricks. Da haben wir ein paar. Hier haben wir auch ein paar. Und hier haben wir auch nochmal ein paar. So, jetzt gucken wir, ob das schon reicht. Ich glaube, das müsste schon knapp reichen fast. Wir wollen 250, ne? 225. Okidoki. Auf geht's. Da steht das Ding auch schon. Wie schwer ist der? 40.
Auf jeden Fall leichter als die ganzen Ressourcen. Mal gucken, wie groß der ist. Ja, er ist ziemlich groß. Overlapping. Ja, ich vermute, dass wir den nicht platzieren können. Die Dinger sind so groß, man sieht überhaupt nicht, wie man die platziert, weil die einfach viel zu riesig sind. Ja, den müssen wir fast hier oben hinsetzen oder so. Aber hier ist er wieder zu groß. Ja, den kriegen wir hier gar nicht hingesetzt. Zu groß! Der ist genauso groß wie das große Wheel of Pain, denke ich mal. Das könnte ganz gut hinkommen. Das wird schwierig, den irgendwo hinzusetzen. Schade, dass man den nicht so ein bisschen im Boden versenken kann. Da beschweren sie sich gleich, also... Unebenes Gelände ist keine gute Idee in Conan. Baut eure Base irgendwo, wo es nicht uneben ist. Okay. Sieht so aus, als bräuchten wir dafür wieder eine Foundation. Das heißt, wir brauchen ultra viel Platz. Oh je. Hier oben ist definitiv zu wenig Platz. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch irgendwo unterbringen können, das Ding. Das ist einfach zu groß, ne? Aber sieht total cool aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Da sieht man ein bisschen, wie groß der ist. Von hier oben. Da ist er zu groß. Okay, da muss ich mir noch was überlegen. Ich habe keine Ahnung, wo wir den hinstellen wollen. Läuft. Cool. Stehen wir oben auf unserem Tresor. Ja, ich müsste fast die Altare umplatzieren. Die stehen ein bisschen ungünstig, aber jetzt habe ich da schon die Hütte hingestellt. Von dem her machen wir das, glaube ich, nicht. Wir müssen die Altare dann auch wieder upgraden. Von 1 auf Tier 3. Das ist auch ein nicht geringer Aufwand. Von dem her habe ich die erstmal stehen lassen. Ich sehe nicht wirklich, wo hier noch Platz ist für einen großen Brunnen. Eigentlich nur da neben dem Tor. Und das ist auch nicht viel Platz. So, eine Plattform habe ich stehen. Jetzt müssen wir nur noch den Brunnen da draufstellen. Und ich glaube, an den Seiten kommen wir nicht vorbei. Dafür ist der Brunnen einfach... Ich weiß sowieso nicht, ob wir den da hinstellen können. Der will schon wieder nicht. Kurzzeitig ging's eigentlich. Contact with ground? Wieso? Du stehst mitten auf Foundations. Also die Base wird auf jeden Fall so ein bisschen verbaut sein, wenn wir da so viel hinstellen. So viel ist schon mal klar. Und wir können einfach nicht weit genug rauszoomen, um die Dinger wirklich zu sehen. Die sind so groß. Aber ich glaube, dass es von der Größe her jetzt ungefähr aufgehen müsste. Möglicherweise müssen wir das Ganze noch ein bisschen größer machen, aber eigentlich haben wir keinen Platz mehr. Vielleicht ist der Brunnen einfach zu groß für unsere Base. Aber wer wusste schon, dass hier solche riesen Brunnen dann kommen? Am Anfang war das ja alles noch klein und hübsch. Jetzt ist alles groß und hübsch. Wieso geht das so und anders nicht? Ist eigentlich egal, oder? Hauptsache es steht. Okay, dann stellen wir das Ding jetzt da hin und dann gucken wir, wie es aussieht. Abreißen können wir es dann ja immer noch. Oh je. Machen wir es mal so. Bam. Okay, wir kommen hier gerade durch. Perfekt. Hier ist genug Platz. Und hier passt's auch. Wir kommen da hier überhaupt nicht rein. Wie ist denn das gedacht? E for more options. Wir können trinken. Oder? Vielleicht, wenn er sich aufgefüllt hat. Okay. Also wir kommen da sowieso nicht wirklich rein. Da müssen wir uns was bauen. Ich denke, hier vorne machen wir es nochmal so, dass wir das so ein bisschen spitz zulaufen lassen. Und ja, für Treppen ist da eigentlich kein Platz, ne? Wir können die Treppen hier am Rand machen oder so. Okay, wir haben jetzt auch noch den riesen Brunnen stehen. Die Base ist mehr oder weniger voll. Da ist immer noch kein Wasser drin. Das dauert. Na gut. Ja, da holen wir nochmal Treppen.
Und dann werde ich das noch so ein bisschen aufpolieren, dass es schön aussieht. Okay, wir hatten doch schon wieder mehr Platz hier, als ich gedacht hätte. Hätten wir hier vorne vielleicht auch noch ein bisschen Platz lassen können. Das wissen wir jetzt. Zu spät. Oh, hier zieht gerade ein riesiger Sandsturm durch. Wow. Schon wieder. Ich glaube, wir verstecken uns lieber hier unten. Schon ganz viel Sand in den Ohren. Ich bin gerade dabei, hier ein paar Foundations zu platzieren, um unsere Archery Range da aufzustellen. Oh, haben wir überhaupt noch genug Ressourcen? Ich glaube nicht. Die ist ein bisschen schwer zu platzieren. Man kann die wohl nicht auf dem Boden platzieren, dieses... Doch, kann man. Nur in der Ecke geht das nicht. Huh, plötzlich ist es mordshell. Okay, kleine Umstellung. Achso, dann ist die Ecke einfach ein bisschen buggy hier. Vielleicht wegen dem Felsen? Wahrscheinlich. Dann müssen wir da wieder ein Stück weiter vorkommen. Na gut, dann brauchen wir noch 3 von diesen Wedge Sandstone Foundations. Und den Brunnen habe ich schon so ein bisschen wieder verschönert da hinten. Das gucken wir uns gleich mal an. Das wird wieder eine riesen Bauepisode heute. Oh, wir haben wieder nix. Haben wir noch irgendwo Ressourcen rumliegen zum Craften? Stein? Holz? 50 reichen, glaube ich. Okay. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Sonst müssen wir uns noch ein bisschen Stein holen. Wir brauchen noch 2, 3, 4 Stück, ne? Ja, wir brauchen noch Stein. Was haben wir denn hier drin? Kein Stein. Wäre ja auch zu schön. Da ist noch Stein. Kommt zu uns, Stein. So, ich hoffe, das reicht. Und dann haben wir da auch dieses Ziel stehen. So eine kleine Archery Range. So, so und so. Die 4. Ja, das war einfach die Wand, die im Weg war. Wunderbar. Wird alles immer enger. Aber auch schöner. Nehmen wir mal den Bogen raus. Auf die 4. Da war der Repair Hammer. Machen wir so ein bisschen Ordnung. Ach so, wir können natürlich auch hier noch so ein bisschen Licht hinstellen. So. Und so. Wunderschön. Und dann können wir gleich mal testen, ob das funktioniert, das Ding. Sieht doch ganz gut aus. 5 Punkte. Ach, das sagt einem sogar, wie viele Punkte. Der erste Schuss war der beste. 1 Punkt. Kriege ich nochmal so einen guten Schuss hin? 5 Punkte. Läuft. Pfeile? Kriegen wir nicht wieder. Und die stecken auch nicht drin. Aber so kann man auf jeden Fall schießen trainieren. Mal gucken, ob wir von oben auch treffen. Genug Pfeile haben wir ja. Da habe ich hier irgendwann mal einen riesen Haufen gebaut. Immun. Das war wohl vollkommen daneben. Das auch. Ich muss definitiv noch trainieren. 3 Punkte ist doch schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, ob zu hoch oder zu niedrig, ehrlich gesagt. 7! Ach, da geht noch mehr. Alles klar. Hä? Wart ihr das? Schreit ihr hier rum? Macht eure Arbeit gescheit und still. Leise. Treffen wir mal die Mitte. 5. Man sieht die ganz kurz, die Pfeile. Viel zu tief. Ja, es gibt tatsächlich 10 Punkte in der Mitte. Sweet. Na gut, also es gibt bestimmt Leute, die besser schießen können als ich mit dem Bogen. Und so sieht jetzt unser Brunnen aus. Ich habe so ein paar Fackeln hin und die Treppen hier an die Ränder und die Seiten. Und hier oben habe ich eine Foundation gesetzt, so eine Wedge Foundation. Da kommen wir, glaube ich, von dieser Seite am besten drauf. Dann können wir da reingucken. Da ist inzwischen jede Menge Wasser drin. Kann man gut trinken. Und der ist so ein bisschen buggy. Also man kann irgendwie nicht überall hingehen. Hier ist er zu. Und hier kann man irgendwie so drauflaufen. Also alles ein bisschen komisch. Ist wohl nicht gedacht, dass man da drin rumläuft. Aber so können wir auf jeden Fall trinken. Ich glaube von außen auch, ne? Ja, der Wasserspiegel sinkt, wenn ich hier jetzt E drücke. Also man kann von überall trinken, man muss da nicht reinsteigen. Na gut,
Dann haben wir wieder einen Haufen Zeugs gebaut. Die Base ist wieder deutlich schöner geworden. Viel mehr können wir dann eh nicht mehr bauen. Der Platz begrenzt unsere Möglichkeiten so ein bisschen. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, war es das langsam für diese Episode. Wir waren lange unterwegs. Die Episode war wahrscheinlich sowieso wieder ziemlich lang. Nächstes Mal, denke ich, gehen wir mal wieder raus, schauen uns ein bisschen die weite Welt an. Unsere Base ist auf jeden Fall jetzt schön. Da fühlt man sich schon richtig zu Hause. Vor allem hier. Das bauen wir dann wieder, wenn wir das nächste Mal sterben. Okidoki, ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen und ihr hattet Spaß. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.